ganz besonders. Wir sind jetzt zum zweiten Mal hier mit dabei und es ist einfach toll zu sehen, dass nicht nur die großen OEMs sich hier einstellig eingeben, sondern dass wir eben auch eine sehr große Bandbreite an Zulieferindustrie hier treffen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil auch die spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle bei den Themen, die ich vorhin schon angenommen habe. Auch die übernehmen wichtige Rollen im Zuge hin zu einer Automatisierung, Digitalisierung, aber auch beim Thema Elektro haben wir einfach auch auf Zulieferindustrie zurückzugreifen. Und es ist toll, dass wir die hier auch antreffen. Ja, was wir hier zeigen, ist unser neuester Stadtbus, der neue Lion City. In dem Fall als Elektrobus, wobei man dazu sagen muss, das ist nur eine der Antriebsformen, einer von drei Antriebsformen. Es gibt ihn als Diesel, als CNG und eben auch in die Zukunft weisend als Elektrobus. Wenn wir von der Mobilität der Zukunft sprechen, dann sprechen wir sicherlich von Elektromobilität, aber wir sprechen natürlich auch von autonomem Fahren und wir sprechen ganz bestimmt auch von Digitalisierung. Und am Ende des Tages ist das Wichtigste daran, dass wir das in sinnvolle Mobilitätskonzepte umsetzen, die wir dann gemeinsam mit unseren Kunden in die Tat umsetzen wollen. Wie schon gerade gesagt, es gibt drei große Treiber. Und wenn wir diese drei großen Treiber erfolgreich im Markt platzieren wollen, dann heißt es, diese gemeinsam zu beherrschen und sinnvoll für den Kunden einzusetzen. Es geht also nicht darum, in einem Bereich besonders gut oder in einem anderen Bereich besonders hervorzuheben, sondern sinnvolle Lösungen, bezahlbare Lösungen und auch umsetzbare Lösungen für den Kunden zu finden. Und dabei meinen wir nicht nur den Kunden, der unser direkter Kunde ist, sondern letztendlich auch den Kunden, der den ÖPNV nutzen soll. Wenn wir von dieser Seite aus nicht denken, dann kommt nichts dabei raus. Wir wollen etwas entstehen lassen, was dem Kunden, in dem Fall unseres direkten Kunden, das Leben leichter macht. Ganz im Sinne von unserem Slogan von Simplifying Business. Und ein Beispiel dazu ist, dass wir in unserem neuen Lion City einen sogenannten Efficient Hybrid eingebaut haben. Eine Hybridversion, die bezahlbar ist auf der einen Seite und trotzdem einen hohen Kraftstoffeinsparung hat und damit eben die Bezahlbarkeit auf der einen Seite garantiert, aber eben auch einen Umweltnutzen hat. Es ist auch die einzige, wir sind damit auch der einzige Hersteller, der eine Stopp-Start-Einrichtung hat und damit denken wir jetzt wieder an den Endkunden, an der Haltestelle, das Fahrzeug tatsächlich den Motor abstellt und mit einem abgestellten Motor damit eben auch keine Emissionen an der Haltestelle produziert. Es ist einfach eine super Plattform. Es ist eine tolle Plattform für uns als Hersteller, weil wir treffen hier auf Interessenvertreter, wir treffen hier auf unsere Kunden und es ist eine riesen Networking-Angelegenheit. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir durch die Konferenz einfach interessante Beiträge und es ist einfach wichtig, dass wir hier uns als Branche in der Hauptstadt präsentieren. Damit finden wir in Zukunft dann eben auch das Gehör bei der Politik, das wir benötigen. Wir wollen als kompetenter Partner der Branche wahrgenommen werden. Wir wollen als jemand wahrgenommen werden, der mit Innovationen die Zukunft mitgestaltet. Und dazu müssen wir alle Partner der Branche treffen. Da brauchen wir Kunden dazu, da brauchen wir Interessenverbände dazu. Da ist es wichtig, dass wir mit dem BDO sprechen, dass wir mit anderen Interessenverbänden hier uns treffen können. Aber das sind natürlich auch ganz zum Ende, sind natürlich in allererster Linie auch unsere Kunden das ganz zentrale Punkt für uns und ganz wichtig, dass wir die hier treffen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.